herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Pokémon Alpha Saphir weiter. Beim letzten Mal haben wir der Devrim Corporation einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Und wir können jetzt endlich unsere Reise fortsetzen. Und unsere Reise wird uns jetzt vermutlich nach Fausthauhafen führen, wo wir allerdings erstmal hinkommen müssen. Und um da hinkommen zu können, müssen wir vorzugsweise... Müssen wir vorzugsweise eventuell wieder zurück zur Hütte von Mr. Brack gehen? Weil nur er uns über das Meer dorthin bringen kann. Ich glaube, so war es richtig. Yay, ein wunderbares Beleber-Item-Dingens. Das ist schön. Was ist eigentlich mit euch? Irgendwie will keiner kämpfen, ne? Weil ansonsten würde mir hier irgendwo ein Symbol angezeigt werden. Nehme ich mal an. Auf meinem Karten... Achso, nee, Moment. Ach so. Wer will hier kämpfen? Elisa... Nein. Patricia und René wollen eine Revanche. Ach, das ist ja schön. Das ist ja sehr, sehr schön. Okay. Dann möchte ich ein weiteres Mal gern gegen euch kämpfen. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Darf ich... Ja, ja. René war der andere Schnösel, oder? Der bei der Hütte von Mr. Brack stand. Glaube. So viele andere Schnösel gab es doch hier irgendwie gar nicht. Es müsste dort gewesen sein. Gut. Das ist sehr, sehr schön. Oh ja, oh, das ist sehr, sehr schön, weil diese Trainer haben vergleichsweise gut trainierte Pokémon, die auch vergleichsweise viele Erfahrungspunkte geben sollten. Darauf hoffe ich zumindest. Oh ja. Ja. Verdammt. Jetzt bin ich... Ja, irgendwo gegengekommen. Ganz schrecklich und schlimm. Zu viele Dinge. Ich bin schon zu lange auf und ich habe schon zu viele Dinge aufgenommen. Das ist schrecklich. So. Entschuldigung. Ich habe jetzt gerade live das Mikro gerichtet. Es war wenig professionell, aber egal. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Schnösel. Pokémon. Ja, genau. Die nächste Arena. Kampf-Pokémon. Glaube ich. Zumindest, wenn ich mich recht entsinne. Und so ein ganz klein bisschen muss der Papinella für uns die Kohlen aus dem Feuer holen, weil Papinella eben eine halbwegs brauchbare Flugattacke beherrscht. Problem ist nur, das alleine ist ein bisschen mager, ne? Pfiffchen kann da gar nicht helfen, weil als Unlicht-Pokémon hat er ja eine klare Schwäche gegenüber Kampfattacken. Und mein Zickzacks und mein Flurmel können mir da erst recht nicht helfen. Also bleibt zum Schluss nur noch Reptane, der natürlich ein halbwegs ansprechendes Level hat. Deswegen kann man das mal so stehen lassen, aber ist trotzdem nicht der Weisheit letzter Schuss. Hey, du hast ein Pokémon-Multinavi. Dann musst du ein Pokémon-Trainer sein. Hier, probier doch mal dieses Item aus. Wundersaat. Oh cool, kann ich Reptane geben. Gib das Item Wundersaat einem Pokémon zum Tragen und die Stärke seiner Pflanzenattacken steigt. Wundersaat ist übrigens nicht das einzige Item, das wahre Wunder wirkt, wenn es von einem Pokémon getragen wird. Okay. Ja, dann möchte ich doch bitte meinem wundervollen Reptane das Ding geben. Wo ist es denn? Müsste ein normalen Ding sein, ne? Wundersaat. Geben. Reptane. Wundersaat wird nun getragen. Schön. Vielleicht beschert es mir tatsächlich... Die gesamte Oberfläche ist mit Moos überzogen. Ein angenehmes Gefühl, wenn man es berührt. Vielleicht beschert es mir ja tatsächlich den ein oder anderen entscheidenden Vorteil, um mich dann gegen andere Trainer behaupten zu können. Bin mir da zwar nicht so sicher, aber egal. Will ich da hinten einfach mal hinschleichen? Zu diesem wunderbar ominösen Wesen? Ich will es einfach mal. Es kann nicht schaden, wenn ich diese Pokémon immer triggere. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann mal auch, auf vergleichsweise gute Pokémon treffe, ist, glaube ich, dann auch mal zumindest gegeben. Also die Chance ist gegeben. Oh, ein wildes Schwalbinien scheint. Und ja, das kann ja nicht so sehr schaden. So, Windstoß gegen Flug-Pokémon passt. Schwalbini wird weggewirbelt. Flups. Yay, Papinella, du bist so mächtig und toll. Versucht Stachelspore zu erlernen. Ah, jetzt wird's doch mal interessant. Was hauen wir denn dafür weg?
Den Absorber oder den Giftstachel? Ich meine, ich finde Giftstachel halt so interessant wegen der, naja, der kleinen Chance, auch noch etwas zu vergiften. Mit Absorber. Absorber ist zum einen eine schwache Pflanzenattacke und zum anderen ist Papinella nicht mal ein Pflanzen-Pokémon. Das heißt, es hat keinen Typenvorteil oder so. Das heißt, die Attacke ist sowieso noch dümmlicher. Ich pack Absorber weg. Blups. Papinella hat Absorber vergessen. Und erlernt Stachelspore. Schön. Hätten wir das dann an der Stelle irgendwie erledigt. Ja, wieder Wechsel zu Pfiffchen, ne? Reptain darf die ganze Zeit nicht ran, weil ich meine Pokémon immer so gleichmäßig trainiere. Ist schlimm. Wird mir unter Umständen noch das eine oder andere Problem bescheren, aber egal. Dabei sind es nur 3 Pokémon, hallo? Also, ja, was soll's. Hering macht dich nicht wuschig. Macht dich nicht so wuschig wie dieses kleine Pfiffchen, Quatsch, dieses kleine Zickzacks, das mir da über den Weg läuft. Und einfach mal zu Tode gebissen wurde. Zack. Es ist übrigens mittlerweile, naja, eine kleine Weile her, irgendwie 2 Monate oder so. Aber ich habe, mittlerweile auch den Anime zu Pokémon Origins gesehen. Ich fand's witzig irgendwie, weil ganz viele Leute von Pokémon Origins ziemlich geschwärmt haben und so gesagt haben, ja, das ist irgendwie der Anime, wie er halt immer hätte sein sollen bei Pokémon. Also, das ist halt mal richtig realistisch und so, was einem da gezeigt wird und boah, so voll krass halt, wie Pokémon halt sein sollte. So ungefähr. Habe ich mal so überhaupt gar nicht so empfunden. Also, ja, es, also, was heißt realistischer? Er hat sich mehr an die Spiele gehalten. Ob das jetzt aber dann tatsächlich besser ist, möchte ich an der Stelle einfach mal so in den Raum werfen oder beziehungsweise wage ich zu bezweifeln. Weil dann wird einem dann tatsächlich erstmal auch wieder so ein ganz klein bisschen bewusst, wie viele hanebüchene Dinge einfach auch in den Spielen passieren. Und ja, das war ganz nett, mal in animierter Form innerhalb eines Animes zu sehen, aber ich fand es jetzt gar nicht mal so geil, bin ich ganz ehrlich. Naja, gut, okay. Aber jeder wie er möchte, ne? Ist schon in Ordnung. Hering findet das Item Trank. Übrigens habe ich auch schon beim letzten Mal, als ich hier war, die ganze Zeit den A-Knopf gedrückt, ne? Weil ich dann blöd von der Seite angemacht wurde, so von wegen, die eine Stelle hier ist frei, weil da ein Item liegt. Bup, bup, bup. Ich habe die ganze Zeit A gedrückt damals. Warum es jetzt geklappt hat, weiß ich nicht. So. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Mein Gott. Ab und zu haltet ihr mich echt für bescheuert. Schnösel-Alarm? Der René. Der René an sich, der möchte nochmal gegen mich kämpfen und die Herausforderung nehme ich gerne an. Seit du mich besiegt hast, habe ich mich viel mit Pokémon beschäftigt. Ach was. Und was ist dabei herausgekommen, René? Weiß er vielleicht selber nicht. Ja. Es hat immer noch nur zu einem Zickzacks gelangt. Hat sich nicht irgendwie ein ultra krasses Ho-Oh Lugia Mewtwo Hybrid Pokémon gekauft? Nein. Es ist nur ein olles Zickzacks auf Level 13. Ist aber auch ganz schön und nett. Bups, bups. Schnapp, schnapp. Hab einfach Schnapp, Schnapp gemacht. Dann noch kleiner Donnerzahn hinterher. Oh. Und mit der Flinkklaue kann ich... Was? Kulleraugen? Ach, das ist so eine allgemeine Fähigkeit, die Zickzacks hat, oder? Kann das... Nee. Das war eine richtige Fähigkeit. Hä, wenn Flinkklaue aktiviert ist, warum... Nix, knapp, knapp. Warum darf Zickzacks dann trotzdem als erstes angreifen? Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Ein ganz kleines bisschen. Schön. Ja. Bringt dann ja alles irgendwie nichts. Stattdessen verwirbelt er den ganzen Sand, der hier rumliegt, und bringt mein Pfiffchen ein bisschen außer Konzept. Zugegebenermaßen, es kann sich erfolgreich dagegen wehren. Aber schön und nett ist das trotzdem nicht. Hör auf mit deinem ollen Sandwirbel. Ja genau, wegen so einer Scheiße. Das ist doch dämlich. Nein, nicht coole Augen. Oh, nicht so ankullern. Hobo, du siehst zu süß aus. Es funktioniert sogar noch, ne? Weil Zickzacks, also so von der Wirklichkeit her gesehen jetzt, weil Zickzacks männlich ist und Pfiffchen weiblich. Das ist ja voll süß. Schon wieder verloren? Wie konnte das passieren? Man weiß es nicht. Danke für das ganze Geld. Oh, ich werde reich.
Nur wegen diesen ganzen Schnöseln. Trotz meines Reichtums, die Welt der Pokémon tiefgründig. Tiefgründig? Tiefgründig? Tiefgründig. Ich sehe einen Schwanz. Ich sehe einen Schwanz. Wir sollten sowas ähnliches wie einen Schwanzkauter in diesem Let's Play einführen. Immer wenn ich Schwanz sage, dann könnt ihr irgendwie ein imaginäres Häkchen auf eurer Tafel machen. Das wäre sehr... Nein, das wäre nicht schön. Aber egal. Gut. Lassen wir das. So, hier, Schwalbini. Zack. Zu Tode gedonnert. Und so weiter und so fort. Das ist so toll. Breche ich jetzt direkt auf oder gehe ich nochmal ins Pokémon Center? Nö, eigentlich kann ich direkt aufbrechen, oder? Was soll schon passieren? Mr. Bracks Hütte. Ja, nee, ich will einfach das Boot von Mr. Brack nehmen und abhauen. GTA, Mensch, irgendwer. Hallo. Oh, ne, da haben zwei aber Spaß. Hallo, Pecco. Bupidup. So, hey, nein. Warte, Mädchen, immer langsam, Pecco. Oh, du bist doch Hering. Du hast meiner kleinen Pecco das Leben gerettet. Ei, dafür bin ich dir zu großem Dank verpflichtet. Was sagst du da? Du brauchst mein Schiff? Du musst also einen Brief in Fausto-Hafen abgeben? Ich helfe dir natürlich liebend gern. Willst du jetzt gleich nach Fausto-Hafen oder hast du davor noch etwas zu erledigen? Fausto-Hafen! Fausto-Hafen, wir kommen. Anker gelichtet. Pecco, mein Schatz, wir stechen in See. Wie in der guten alten Zeit. Als wir noch auf der Suche waren nach dem One Piece. Aber irgendwann haben wir unseren Traum aufgegeben und, haben dafür dann junge Piraten auf ihrem Weg zu ihrer großen Glückseligkeit unterstützt. So oder so ähnlich. Gut. Depp, 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 depp. Ich bin so glücklich. Und das war eine kurze Fahrt. Ahoi, wir haben in Fausto-Hafen Anker geworfen. Du hast einen Brief für jemanden hier, stimmt's? Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, empfehle ich dir, einfach mal in der Arena vorbeizuschauen. Camillo, der Arenaleiter von Fausto-Hafen, kennt die Stadt wie seine Westentasche. Das ist gut. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich viel zu schwach bin. Entschuldigung. Auf welchem Level sollen denn die Pokémon von einem Arenaleiter sein, damit ich das gewinnen kann? Ah, das geht so schief. Fausto-Hafen, eine kleine Insel im blauen Meer. Yay. Fausto-Hafen ist eine kleine Inselgemeinschaft. Wenn hier was in Mode kommt, macht sofort jeder nach. Aha. Ich dachte eher, wenn was in Mode kommt, dann sind wir die Letzten, die irgendwie davon erfahren. Hi. Schau dir das mal an. Das ist ein Seidenschal, der letzte Schrei. Oh, deine Augen fangen ja förmlich an zu funkeln. Du magst meinen Stil, nicht wahr? Hier, das freut mich. Hier, das schenke ich dir. Ich erhalte einen Seidenschal. Yay. Ein Seidenschal steigert die Stärke von Normalattacken. Dieser wunderbare Schal passt einfach zu fast allen Pokémon. Yay. Wow, du hast die lange Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Fausto-Hafen zu gelangen? Bist du hier, weil du von Camillo gehört hast? Er ist so cool. Er ist ein Idol für jeden. Soll ich zufälligerweise irgendwie... Ich weiß nicht, ich könnte Zickzacks den Schal geben. Oder Flurmel. Soll ich Flurmel einfach den Seidenschal geben? Warum auch nicht, oder? Ja, könnte man machen. Geben. Flurmel. Seidenschal wird nun getragen. Passt. Flurmel freut sich. Ich freue mich. Flurmel sieht jetzt ein bisschen süßer aus. Düb, 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 was steht hier? Fausto-Hafen-Halle, die Informationsbörse für jedermann. Ich weiß, was hip und angesagt ist. Darum lasse ich mir nie einen Trend entgehen. Sag mal, hast du schon mal was von Festen zum Thema Tränke gehört? Natürlich hast du das. Was frage ich dich überhaupt? Feste zum Thema Tränke sind im Moment total angesagt. Deine Freunde fahren sich ja auch total drauf ab, hab ich recht? Nein. Was sagst du da? Das soll gerade nicht hip sein? Gut, dann verrat mir mal, was jetzt angesagt ist. Naja, ist doch klar. X-Spezial ist voll angesagt. Hä, wie bitte? X-Spezial also? Was soll denn daran bitte schön hip sein? Naja, die ganzen Lieder darüber. Wie, was hast du da gesagt? Lieder über X-Spezial? Ja, na klar, habe ich davon schon gehört. Natürlich hast du das. Lieder über X-Spezial meintest du, stimmt's?
Aber hallo, das ist ja jetzt total angesagt. Man müsste praktisch hinter dem Mond leben, um noch nie davon gehört zu haben. Junge, du redest zu viel, eindeutig. Also nichts für ungut, aber Feste zum Thema Tränke sind doch von gestern. Heutzutage dreht sich doch alles um Lieder über X-Spezial. Wow. Heile der Butter. Gut, lassen wir es so stehen. Zurzeit sind Lieder über X-Spezial ganz besonders angesagt. Natürlich. Ich könnte mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Ich versuche ständig meinen Pokémon die Bedeutung von Liedern über X-Spezial zu vermitteln, doch das ist alles andere als leicht. Ich stelle gerade Nachforschungen zu Liedern über X-Spezial an. Ob es stimmt, dass zwischen ihnen und der Bereitschaft zu einem Konter irgendein Zusammenhang besteht? Ja. Oh, da lag ich absolut richtig. Ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Was ist das hier? Ob Lieder über X-Spezial woanders wohl noch mehr im Trend liegen als bei uns? Aha, Leute. Ich frag mich, ob im Fernsehen Sendungen zu Liedern über X-Spezial laufen. Ich finde das unheimlich. Ich sammle alles, was mit Liedern über X-Spezial zu tun hat. Egal ob Puppen, Klamotten oder Bilderbücher, ich sammle sie alle. Da staunst du was? Aber ich muss dich enttäuschen, denn teilen werde ich meine Schätze nicht mit dir. Da kannst du noch so betteln. Mhm. Ich habe gestern meinen Geldbeutel verloren und war deswegen total traurig. Aber dann hat meine Mutter mich mit einem Lied über X-Spezial aufgemuntert. Ich war total gerührt. Wow, ein Lied über X-Spezial. Das ist echt nicht leicht zu singen. Glaube ich auch. Deine Mutter muss ganz schön was drauf haben. Ich würde sie ja zu gern selbst mal singen hören. Aufhören, oh bitte. Einfach abhauen, 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 abhauen. Gruselig, gruselig. Tag auch. Na, bist du fleißig am Trainieren? Ja, dann gib unbedingt auch mal dem Supertraining eine Chance. Du wirst sehen, es lohnt sich. Für mich gibt es nichts Besseres als eine erfrischende Supertrainingslektion. Habe ich keine Zeit für. Und ist voll langweilig. So. In der Granithöhle am Rande der Stadt soll man seltene Steine finden können. Aha. Wenn ein Pokémon kampfunfähig ist, kann es zwar nicht mehr an Kämpfen teilnehmen, aber außerhalb von Kämpfen noch immer VM-Attacken einsetzen. Das ist dann einfach so. Wenn man Pokémon an seiner Seite hat, kann man Sprachbarrieren überwinden und mit verschiedenen Menschen in Kontakt treten. Ja. Wow. Okay, Nintendo, da habt ihr euch jetzt richtig doll gelobt. Ist schon klar, ja, ja. Pokémon sind überall auf der Welt angesagt und deswegen kann man immer und überall über sie kommunizieren und bla bla bla. Und ja, es deutet auch ein bisschen auf den Online-Modus hier in Pokémon. Alpha Saphir, Omega Rubin hin. Man kann mit Leuten weltweit tauschen und ganz tolle Dinge bekommen. Pokémon Arena von Fausto Haven, Arenaleiter Camillo. Sein Kampfstil schlägt hohe Wellen. Schön. Diese Gegend ist als Angelplatz sehr beliebt. Hat auch dich die Angelleidenschaft gepackt? Ja. Schön, deine Antwort gefällt mir. Ich werde dir eine meiner Angeln geben. Cool. Das wäre doch, also... Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Stell dich zuerst ans Wasser und wirf die Rute aus. Welche Rute? Okay, die Rute. Dann heißt es Konzentration. Wenn etwas an der Schnur zieht, hol die Rute schnell ein. Beherzige diese Tipps und genieße das Anglerleben. Das werde ich. Vielleicht ist es wirklich nicht so verkehrt. Mitsamt Pokémon und Familie auf einem kleinen Eiland wie diesem leben zu dürfen, ist für mich das wahre Glück. Wie sieht es denn hier mit den Grundstückspreisen aus? Kann ich hierher ziehen? Bevor ich meinen Mann geheiratet habe, lebte ich in der großen Hafenstadt Graphitport City. Hier auf der Insel verläuft das Leben geruhsamer, allzeit vom wunderbaren Meer umgeben zu sein. Das ist pure Glückseligkeit. Herrlich. Schön, dass es euch so gut geht. Schön, dass ihr so viel Spaß hier habt. Und schön, dass es hier einen Weg gibt, der wohin führt? Fragezeichen? Zumindest einmal zu einem Item namens Superschutz. So. Achso, Route 107 Wasserroute. Fausto Haven, Route 108 Wasserroute. Das Wasser ist tiefblau. Okay. Ich finde die Idee ja gar nicht mal so schlecht, ne? Also, sich so ein Wasser-Pokémon zu angeln und mit dem dann so... Weil das fehlt unserem Team doch
Also, das fehlt unserem Team einfach, ein Wasser-Pokémon. Wasser-Pokémon sind sehr vielfältig und gut einsetzbar. Ja, das ist etwas, was ich gebrauchen kann. Gut, dann besorgen wir uns ein Wasser-Pokémon. Und schauen mal, was hier so zu finden ist. Es waren nicht nur Carpador, oder? Nee, irgendwie, man hat auch andere Pokémon hier rausbekommen. Vielleicht finden wir ja was Hübsches, was Schnuckliges, was wir dann einfach mal so großziehen wollen. Für den Moment soll es erstmal aber gewesen sein, Pokémon Alpha Saphir. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.